Im heutigen Video geht es darum, wie du Antworten, Ideen und Zeichen vom Universum erhältst. Wie bestellst du beim Universum richtig? Für den einen mag es wie Hokuspokus klingen, doch wer schon einmal mit dieser magischen, höheren Kraft, Intelligenz in Verbindung gekommen ist, der weiß, wovon ich da rede. Denn Gott, das Universum, die Quelle, wie auch immer du sie nennst, reagiert ganz präzise und genau auf deine geäußerten Wünsche. Darum sei weise, was du dir wirklich wünschst und ersehnst. Wenn du bisher noch um keine Zeichen gebeten hast, so wird es echt Zeit dafür. Es ist so simpel und einfach und verblüffend. Probiere es jetzt gleich aus und mache dir mit dem Universum ein Zeichen, ein Symbol oder einen Gegenstand aus. Es kann auch ganz etwas Verrücktes sein. Dann bittest du das Universum, dass es dir in den nächsten Tagen, setze einfach einen Zeitraum, wo du es geschickt bekommen möchtest, fest, dir dieses Symbol zu senden. Vertraue darauf, dass es dir gesendet wird. Beim Wünschen geht es nicht um Zauberei oder Magie, sondern es ist eine Form des zielgerichteten Denkens und Fühlens. Beim richtigen Wünschen geht es darum, sich den Wunsch vor Augen zu halten, zu visualisieren, zu fühlen und danach zu handeln. Wichtig und entscheidend ist deine positive Gedankenkraft und deine Gefühle. Und diese positiven Energien suchen sich ähnliche, gleichschwingende Energien. Dadurch ziehen wir unsere Wünsche und Träume direkt in unser Leben. Erstens, überlege dir ganz genau, was du haben möchtest. Welche Sehnsucht hast du dabei? Ist es wirklich dein Herzenswunsch? Das Universum wird erst hellhörig und erwacht für unseren Wunsch, wenn wir ihn vom Herzen wollen. Wenn da dieses Feuer in dir brennt, diese Leidenschaft, da wo dein Herz aufgeht, weil du das Gewünschte so sehr willst, frei aus dem Herzen heraus und ohne den Verstand. Denn ein Wunsch, der nicht von Herzen kommt, sondern vom Verstand, wird niemals diese Energie ausstrahlen, die wir dazu brauchen. Zweitens, formuliere deinen Wunsch in der Gegenwartsform, kurz, klar und positiv. Drittens, versende deine Wünsche in einem Moment der Stille oder Meditation. Der optimale Zeitpunkt dafür wäre kurz vor dem Einschlafen. Der Verstand tritt in den Hintergrund und du bist offener für innere Bilder, Gebete, Wünsche und Ziele. Viertens, spüre die Vorfreude, fühle, als wenn der Wunsch schon erfüllt wäre. Lebe und handle danach. Das ist das Zeichen für das Universum. Gerne kannst du mit positiven Affirmationen den Manifestationsprozess unterstützen. Es ist wichtig, dein Selbstwertgefühl aufzubauen. Nur du allein kannst deine Wünsche wahr werden lassen. Wenn du es dir nicht selbst zutraust, deine Ziele und Träume zu erreichen, oder du es dir nicht wert bist, dann wird sich auch das bewahrheiten. Denn das Universum sagt immer Ja zu dir. Ich gebe dir einige Affirmationen, mit denen du gerne arbeiten kannst, zur Unterstützung. Ich werde sie unten aufschreiben. Ich empfange jetzt die Reichtümer des Universums, die für mich vorgesehen sind. Ich vertraue darauf, dass meine Wünsche jetzt in mein Leben kommen. Ich sage Ja zu meinem Leben. Ich bin voller Selbstliebe. Reichtum ist mein Grundrecht. Mein Wunsch ist bereits vollbracht. Ich weiß, dass das so ist. Erst wenn du leidenschaftlich bei der Sache bist, wirst du vom Universum belohnt werden. Bedenke dabei immer, dass es um Energie geht. Wenn du das Universum auf eine bedürftige oder verzweifelte Art und Weise bittest, wirst du noch mehr Zweifel anziehen. Es ist eine Herausforderung, sich gut und positiv zu fühlen, wenn deine jetzige Situation nicht gut ist. Versuche nicht, deine Wünsche in so einer Gefühlslage an das Universum zu senden. Bringe deine Energie wieder in die richtige, positive Richtung. Vertraue dem Universum und es wird für dich arbeiten. Fühle deine Wünsche, als ob du sie bereits erhalten hättest. Dann lasse sie los und empfange. Mache dir keine Gedanken darüber,
wie es kommt, wann es kommt. Sei einfach offen, dass es sich erfüllt. Vergiss nicht, das Universum antwortet nur auf die Energie, die es von dir empfängt. Vertrau der göttlichen Führung. Was auch immer du dir wünschst, es wird kommen, wenn der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Schließlich geht es bei dem, was du dir wünschst, weniger um den Wunsch selbst, sondern um das gute Gefühl, das du dabei erzeugst. Ergebnisse können schnell, aber auch langsam eintreten. Suche nach Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen, was Gutes zu tun und dein Leben zu verbessern. Gib mehr, als du nimmst. Ich wünsche dir alles Gute beim Wünschen deiner Träume und Ziele. Drücke gerne die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu versäumen. Abonniere auch gerne meinen Kanal, er kostet dich nichts und du würdest mich sehr damit unterstützen. Danke. Ciao, bis bald.